Hallo, herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge Ark Survival Evolved. Es geht weiter und ich bin auf der Suche, mal wieder ein neuer Versuch, Nagentavis mir zu besorgen. Ich bin mit meinem Floß Richtung Fleischinsel gefahren. Da hinten ist sie, man kann sie ganz entfernt, kann man sie auch schon sehen. Ich weiß gar nicht, Uhrzeit, 7.18 Uhr. Und da oben ist so ein richtig großer Berg. Ich glaube, ich versuche mein Glück einfach mal da. Da dürften vielleicht ein bisschen weniger Fleischfresser unterwegs sein als auf der Fleischfresserinsel. Und ich werde einfach mal da mein Glück versuchen. Ich habe jetzt ein bisschen was dabei. Gar nicht so viel Material. Ich habe mir noch gedacht, ich hätte eigentlich ein bisschen mehr mitnehmen können. Ich mache mal ein bisschen Leben und vielleicht noch mal ein bisschen Gewicht. Ich habe gar nicht so viel dabei. Tatsächlich habe ich nur ein Tor mitgenommen, 6 Säulen, bisschen Dach und Zaunpfähle. Soll theoretisch gut funktionieren. Ich weiß es nicht. Ja, es kann auch komplett schief gehen. Ich habe ein bisschen Fleisch dabei. Gar nicht so viel. Ich hoffe mal, der frisst nicht so viel Fleisch. Aber er hat auch noch ein bisschen was dabei. Also bin eigentlich ganz guter Dinge, dass wir den auch hinkriegen würden. Also fliegen wir jetzt einfach mal über die Wälder. Also nicht da mittendurch. Hier oben auf diesen Berg, also das ist ein ziemlich hoher Berg, den kann man also, wenn man da am Wasser lang fährt, kann man sehen, da haben wir schon einen Argentavis, da unten sind auch welche, also sind ganz viele da. Ich fliege jetzt aber mal ganz nach oben in der Hoffnung, dass da nichts rumlungert, was mir irgendwie Schwierigkeiten machen wird. Und ich hoffe mal, dass wir dann da auch, guck mal, da fliegt auch noch einer, irgendwas lungert da oben auch rum. Hier haben wir auch noch Skorpione. So, aber die sind ja vielleicht gar nicht ganz da oben. Oh, er kommt näher. Und jetzt sind wir nämlich auch schon wieder weg. So, da oben ist ein Argentavis. Ich weiß nicht, ob der das jetzt auch gleich auf mich abgesehen hat. Ja gut. So viel dazu. Was ist das für ein Vieh? Na gut, das ist jetzt nicht so ganz mein Plan gewesen. Mich mit dem auch noch anzulegen. So, wir halten jetzt hier mal ein. Also hier könnte jetzt höchstens die Skorpione könnten mir jetzt hier gefährlich werden. Das ist natürlich so eine Geschichte. Wenn der Argentavis irgendwie bewusstlos wäre. Da unten ist ein Alpha. Auch gar nicht mal so gut, ja. Wäre natürlich schon ganz gut, wenn wir den hier irgendwie runterlocken könnten. Dann wären wir den irgendwie los. Aber ich denke mal, dass wir das nicht hinbekommen. Und ich hätte jetzt auch ein bisschen die Befürchtung. Hä? Hä? Ich glaube, ich habe ihn auch nicht erwischt. Wo ist denn der hin? So, außerdem haben wir hier noch ganz viel Kristall. Wir können nachher vielleicht sogar noch ein bisschen das Kristall mitnehmen. Ich will mal kurz gucken, ob ich ihn hier irgendwo sehen kann. Da drüben ist er. Ich würde mal behaupten, der kommt hier auch so schnell nicht wieder her. Metall haben wir hier übrigens auch. So, ich gucke mir mal die Gegend ein bisschen an. Was hier noch so rumlungert. So, man müsste natürlich dann irgendwie den Argentavis auf alle Fälle hier erstmal herlocken. Was aber ja klappen könnte. Wenn man denn irgendwo einen entdeckt, heißt das. Das alte Problem. Da vorne ist ein Puma. Aber das ist, also ganz ausschließend kann man es natürlich nie. Also das ist ja wieder so ein Versuch, kann klappen, muss aber nicht, ne? Ja, das hört sich schon mal ein bisschen nach Argentavis an. Also ich weiß natürlich nicht, wo der so rumlungern wird. Und ob das hier tatsächlich so das richtige Plätzchen dafür ist. Aber ich könnte mir das jetzt eigentlich ganz gut vorstellen. So, da haben wir dann ein Tor.
Das musste aber wahrscheinlich in die andere Richtung. Gut, das wäre ja egal. Das können wir auch einfach mal so hier platzieren. So, also wir können ja da durchfliegen, wenn ich mich nicht irre. Und ich bin mir natürlich nicht sicher. Ich hoffe natürlich, dass das groß genug ist, dass auch ein Argentavis da durchpasst. Aber das werden wir wohl not oder übel, notgedrungen, erst herausfinden müssen. So, dann bauen wir uns natürlich ein paar Säulen. Ah, ich habe ein ganz ungutes Gefühl dabei, wenn ich ehrlich bin. Also ich würde da durchpassen. Ich weiß nicht, ob der Argentavis da auch durchpasst. Ich mache das Ganze noch eine Nummer weiter. So, und ich habe tatsächlich, vorsichtshalber, auch Dächer dabei. So, ich glaube, wir erhöhen das vielleicht sogar noch mal eine Nummer, oder was? Aber es könnte natürlich sein, dass es dann zu hoch wird. Ja, man weiß es nicht. So, ich habe noch Dächer dabei eben, wie gesagt. Die eigentlich mit ein bisschen Glück dafür sorgen, dass er da nicht weg kann. Und dann, wir müssen das gleich mal, testen das gleich einmal aus. Und dann Zaunpfähle, weil Zaunpfähle wohl dafür sorgen, dass er da ein bisschen festklemmt, dass er da nicht mehr durchpasst. Wird spannend. Leute, es wird spannend. Wie gesagt, kann klappen, muss nicht klappen. Ich bin mir nicht sicher. Also die Konstruktion sieht eigentlich ganz gut aus. Jetzt müssen wir natürlich erstmal gucken, ob wir da überhaupt durchpassen. Sonst haben wir ein kleines Problem. So, wir passen da durch. Ja. Tatsache. So, wenn ich aber Pech habe, fliegt der Argentavis natürlich oben drüber. Dann wäre das ein Problem. So, jetzt noch irgendwie das Tor ans Ende. Und das machen wir natürlich auf. So, ich hätte es gerne in die andere Richtung gehabt, übrigens. Weil ich ein bisschen die Befürchtung habe. Dass das eben nicht so gut klappt, wie ich mir das vorstelle. Ja, wir werden es jetzt sehen. Also, versuch mal klug. So, ich glaube, du bekommst von mir noch ein bisschen Ausdauer. Oh, das sieht schon so aus wie so ein Seelenverkäufer. Leute, das sieht schon aus wie so ein Seelenverkäufer. Na gut, dann suchen wir uns mal einen Argentavis. Ich hoffe, ich finde dann auch hier tatsächlich die Höhle wieder. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie schnell die fliegen können. Also am besten wäre ja ein Einzelner. Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, ob der mich so ad hoc angreifen würde. Also er fliegt ja noch relativ entspannt. Also wenn die Geschwindigkeit bleibt. Er will mich. So, jetzt ist die Frage, wo haben wir die Falle gebaut? Oh. Ich hoffe, ich finde sie auch wieder. Ah, er hat abgelassen. Na, komm, mein Freund. Einfach nicht aggressiv genug. Aha, komm. Er ist ein bisschen garstig.
So, ich fliege jetzt mit auch ganz bewusst nicht viel schneller. Ich lasse mir immer ein bisschen Zeit, noch aufzuholen. Und wieder das übliche Übel. Ah, komm. Komm. Tatsache, wir haben ihn. Ich weiß nicht, welche Stufe. Tatsache, wer hätte das gedacht? So eine simple, einfache Falle. Manchmal sind es die einfachen Dinge des Lebens. Krass. Ich hätte da jetzt nicht mit gerechnet. Der holt doch keine Hilfe. Ist das krass. Ist das krass. Habt ihr damit gerechnet? Ich hab da nicht mit gerechnet. Wahnsinn. Und Sonne total... Unnütze Konstruktion, ja? Hässlich, bis zum geht nicht mehr. Kein bisschen ästhetisch fürs Auge, einfach nur hässlich. Ich weiß natürlich nicht, das wird sich jetzt wahrscheinlich um Stunden handeln. So, würde aber einfach mal behaupten, wir nehmen einfach mal ein bisschen Kristall mit. Ich weiß nicht, wie viel das wiegt. Ich glaube, Kristall ist echt schwer. Oh, das ist echt schwer. So, mehr nehmen wir nicht mit. Ja, Gewichtsbelastung geht. Ich esse mal was. Ich weiß natürlich nicht. Ich meine, vielleicht mag der auch Gebratenes lieber. Ich würde ihm auch tatsächlich ein bisschen Gebratenes gönnen. Also jetzt kann es sich ja nur noch um Stunden handeln. Warte mal, Inventar. Ich weiß gar nicht. Ich weiß, dass es ein Fleischfresser ist natürlich. So, Kibbel wäre natürlich auch super gewesen. Ich meine, Stufe 36 geht ja jetzt noch. Kannst ja aussuchen, was du fressen willst. Mal gucken, wir gucken einmal, was er lieber frisst. 21 und 14. So, ich weiß natürlich nicht, wann der frisst. 33, 50 vielleicht mit Glück. Also ich habe auch noch Betäubungsmittel dabei. 21 zu 14 war das, ne? Oder? Also ich kann jetzt hier auch nicht viel machen. Ja, 21 zu 14. Ich kann hier nicht viel machen. Ich kann eigentlich nur mal Ausschau halten. So. Das ist auch eine ziemlich hohe Stelle. Ich glaube, dass hier auch nicht so viel passieren wird. Aber man weiß es natürlich nicht. Schöne Gegend übrigens. Da hinten, da ist die Fleischfresserinsel. Da könnte man vielleicht, ich habe schon mal überlegt, ob ich hier vorne, da ist eine Stück diese Insel, da muss natürlich ganz viel Stein und so dabei haben. Da könnte man natürlich eine Steinfalle aufbauen. Versuchen jedenfalls. Und könnte dann das eine oder andere da versuchen zu fangen, ja. Also richtig mit so einer Steinwand, ne? Aber das ist echt ein großes Projekt dann auch. Also da komme ich gar nicht drüber weg. So, mal gucken, wann er frisst. Der schnarcht aber ganz schön. Also schön jetzt wirklich nicht. Also ich kann jetzt nicht behaupten, dass das irgendwie schön wäre. Und das waren auch gar nicht so viele Treffer, ne? Also es ging eigentlich.
So, ich werde aber auch mal was essen. Wasser könnte hier oben ein Problem werden. Ich habe unten natürlich auch nicht mehr getrunken. So, aber noch habe ich keinen Durst. Bei 50 frisst du, ne? Oder? Komm, sei lieb. Bei 50 frisst du. Das wäre mein erster Argentar bis jetzt. Den ich hier. Wahnsinn. Komm, fress. Ja, rohes Fleisch mag er lieber. Gut, dann nehme ich das andere wieder weg. 26, viermal. Das sieht aber gut aus. So, ich könnte eigentlich... Ich meine, viel machen kann ich hier nicht, ne? Wenn wir hier von irgendwas angegriffen werden. Ich kann eigentlich nur versuchen, es wegzulocken. Da hinten wie den Puma zum Beispiel. Wenn der jetzt hier irgendwie ankäme, könnte ich nur versuchen, den da wegzulocken. Ich komme da noch gar nicht drüber weg. So, man hätte natürlich tatsächlich auch das Dach noch größer bauen können, also mehr Säulen darüber, dass man einfach ein bisschen sicherer ist. Und dann auch Zaunpfähle kann man ja auch. Also der fliegt hier scheinbar durch Zaunpfähle einfach durch. Während der Argentavis da scheinbar tatsächlich nicht durchkommt aufgrund der Größe. Raffiniert. Echt mal raffiniert. Krasser Ausblick. Aber gut zu merken, die Stelle. Vielleicht war die auch gemeint. Ich habe meinen Tipp gekriegt Richtung Fleischfresser und dann der höchste Berg. Und ich habe gedacht, da ist tatsächlich auf der Fleischfresserinsel der höchste Berg gemeint gewesen. Wahrscheinlich ist aber tatsächlich hier dieser Berg gemeint. So, ich behalte da den. Ich meine Panther, Puma, keine Ahnung was, im Auge. So, wenn ich jetzt mal so einschätze und jetzt auch mal geguckt habe, mir den Argentavis mal so angeguckt habe, ich glaube, dass der viel trägt. Ja, der kann ja auch größere Tiere mitnehmen. Also mittelgroße Tiere, so sage ich jetzt mal einfach. Aber ich behaupte einfach mal, dass der wahrscheinlich nicht zu den schnellsten Flugtieren gehört. So, ich muss den Puma im Auge behalten, ne? Ich kann hier jetzt nicht weg. Kommt der näher hier hoch? So, trinken geht noch. Verrückt, ehrlich. Das ist so eine simple Falle. Hoffentlich kriege ich den nachher wieder raus. Aber ich kann ja zur Not das Dach einfach wieder abbauen. So, ich darf mich jetzt hier nur nicht. Dann habe ich ein Problem. 50, naja, da brauche ich schon noch ein bisschen. Aber 26%, 17 Level dazu. Nicht schlecht. So, einen Sattel kann ich natürlich nicht bauen. Also das heißt, wir brauchen noch ein bisschen Fleisch. Ja, geh ruhig weg. Skorpion wäre unter Umständen auch fatal. Ich meine, ich habe noch ein paar Pfeile, aber das ist auch alles. So, also viermal fressen, immer bei 50. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Super, danke für den Tipp übrigens noch an der Stelle. Total super Tipp.
frisst gleich wieder. Also ich würde mal sagen, mit dem Wasser stehe ich das durch. Also noch kann ich abwarten. Könnte aber, wie gesagt, auch schnell was trinken gehen. Müsste ich einmal runterfliegen. Natürlich mit dem Restrisiko, dass er in der Zeit hier von irgendwas gefressen wird. Guck mal, ich habe das schönste Fleisch. Oh, das sieht gut aus. Bis jetzt sieht das echt gut aus. Oh, das sieht so gut aus. Ah, da drüben ist der Puma noch. Ich habe ihn im Auge. Ich habe ihn im Auge. Sollte der näher kommen, locke ich ihn natürlich weg. Gut, dass der Riesendino hier weggegangen ist. Das wäre nie was geworden. Das wäre ja nie was geworden. Aber der Ausblick ist auch so schön hier. Ja, lass uns den Ausblick-Moment genießen. Da drüben wird es noch kalt. Ich weiß gar nicht. Man kriegt ja eher, man kann ja leichter Pelzklamotten machen als diese Dschungelsachen. Ich frage mich manchmal, ob man da vielleicht als nächstes hin soll. Ob das überhaupt irgendwie da so eine Reihenfolge gibt, wie man da am besten vorgeht. So, trinken wird ein bisschen böse. Ich sollte mal an den Strand und was trinken. Und einfach hoffen, dass es klappt. Da könnte ich sogar noch ein bisschen Kristall mitnehmen. Aber wenn die hier hochscharwenzeln, dann habe ich eine kleine Schwierigkeit. Oh, 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 oh. Wo ist er? Da. Gut, also das zieht sich ja hier echt noch ein bisschen. Habe ich so einen Eindruck. Aber jetzt wollen wir ja auch wissen, ob es klappt, ne? Wie sieht's aus? Ich bin ja echt vorsichtig geworden, da so nah ranzugehen, ne? Da haben wir uns einfach zu oft irgendwie reingeleckt. 33, 50. Naja, Hälfte ist rum. Trinken, Zustand geht. Hier ist natürlich auch nirgendwo ein Bach oder sowas. Oder ein kleiner, idyllischer See in der Nähe, wo ich sagen würde, da fliegen wir mal schnell hin. Das geht schneller als bis zum Hauptwasser. Was ist da hinten? Sieht fast aus wie ein Nest. Naja, aber ich will ja auch nichts hierher locken, wenn das nicht sein muss. Da drüben ist irgendwie was, was wir auch nicht anlocken wollen. Ja, also wir verhalten uns ganz still. Ganz still verhalten wir uns. Trinken macht mir ein mini bisschen Sorge. So, der ist immer noch da. Naja, gut. Naja, gut. Spannend. So, kann ich ja einfach die Gelegenheit mal nutzen für eine kleine Werbung. Hatte das ja mal angekündigt, dass wir es ab und zu mal machen. Also, wenn ihr auf der Suche nach einem Server seid oder überlegt, euch einen Server anzuschaffen, dann schaut doch einfach mal bei Nitrado rein. Ihr findet unten in der Videobeschreibung auch einen Partnerlink. Guckt da einfach mal vorbei, checkt da mal die Preise ab. Also nur, wenn ihr tatsächlich überlegt, euch einen zu holen. Ja, dann hätte tatsächlich, wenn ihr über den Partnerlink geht, hätte ich ein bisschen was davon und ihr zahlt nicht mehr dafür. Das muss doch schon gewesen sein. Vielen Dank. Aber nur tatsächlich nur, wenn ihr überlegt. Ja, also die haben Server für Ark, die haben natürlich auch Server für Minecraft und diverse andere Spiele. Also will da jetzt keinen bequatschen. Nur wenn ihr überlegt, könnt ihr da ja auch mal reinschauen. Was ist denn da? Mann, wenn das klappt, das ist der Wahnsinn. Er hat schon wieder gefressen.
So, oh, mein Trinken ist so ziemlich. Nee, jetzt, ich muss einmal los, es hilft nichts. Ah, Schrunz. Also, ich würde jetzt einmal zum Wasser fliegen müssen. Nutzt mir auch nichts, wenn ich den zähme, aber selber dabei flöten gehe. Also, ich muss einmal zum Wasser fliegen. Ah, oh, ist das ätzend. Muss dabei natürlich ein bisschen aufpassen, nicht, dass ich irgendwas anlocke. Oh nein! Ah, oh, ich mache das auch nicht gern. Ah, ich sehe schon richtig, wie der Panther da sich jetzt anschleicht und denkt, guck mal, da hat einer was hingelegt, das fresse ich jetzt. Naja, mit dem Wasser ein bisschen hätten wir noch gehabt, natürlich, aber man muss es ja jetzt auch nicht riskieren. So, halt mal kurz an. So, wir sind ja glücklicherweise schnell. So, warte mal, bis er wieder Energie aufgeladen hat. Und los geht's. Also, ich hätte natürlich Kristall jetzt ausladen können noch. Hätte ich noch ein bisschen mehr mitgenommen. Na, ist egal. Ich glaube, für ein Fernglas brauche ich nicht so viel. Ich weiß es aber ehrlich gesagt gar nicht. So, schnell zurück. Schnell, schnell. Ist auch kalt hier übrigens. Sehe ich gerade. Macht nichts. Oh, wie nennen wir den überhaupt? Ist ja ein R, glaube ich, wenn ich mich nicht irre. Wie nennen wir den? Gustav? Ich finde Gustav gut. Frag mich nicht warum. Haben wir schon einen Gustav? Ich glaube nicht. Oh, ein spanischer Name wäre auch schön, oder? Spanischer Name wäre auch schön. Emilio? Ah, das ist auch schön. Ist das überhaupt ein spanischer Name? Ich weiß es nicht. Aber das wäre auch schön. So, wie weit bist du denn? Kann ich schon öffnen? Nee. So, er muss doch einmal noch fressen. Noch einmal noch fressen. So, aber wir haben schon die Hälfte der Zeit wieder rum. So, könnte ich eigentlich noch ein bisschen mehr? Ich könnte vielleicht sogar noch einmal mehr Kristall. Zählen noch dazu. So, die Steine schmeißen wir einfach raus. Steine habe ich selbst genug. Aber nicht alle. Aber die Hälfte. Machen wir mal halbieren. Schmeißen wir einfach mal weg. So, dann könnte ich sogar noch ein bisschen Kristall. Hoffentlich hört das keiner. Nicht, dass ich jetzt was anlocke. Oh, ein seltener Pilz. Da lebt ein seltener Pilz im Kristall. So, wir lassen ein bisschen was davon hier. Theoretisch könnte ich die Säulen auch hier lassen. Die brauche ich auch nicht mehr. Ah, ist aber von der Gewichtsbelastung ist das total super. Emilio, ne? Ja, Emilio. Nicht mehr lange, nicht mehr lange, nicht mehr lange. Mal gucken, was macht der Puma? Ah, nix. Der ist bestimmt da eingefangen. Ich muss bestimmt das Dach abbauen. Das für eine Konstruktion. Naja, Hauptsache es hat funktioniert, dann ist ja eigentlich alles in Ordnung. Ja, aber. Wer hätte gedacht, dass die da nicht durchkommen? Aber man muss das schon hier oben machen, ne? Also ich glaube, wenn man das ein bisschen weiter unten macht, da hinten irgendwo, wenn man ein bisschen weiter runter geht, da sind ja auch welche, ich glaube, dann fliegen die einfach nicht rein. Dann fliegen die wahrscheinlich einfach oben drüber. Kann wahrscheinlich auch einfach das Zaun-Ding wegnehmen. Aber das merke ich. Oh! Ja! Ruhig, 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 ruhig. Emilio. Oder? Das kann ich mir im Leben nicht merken, aber trotzdem machen wir das mal so. Ich mache jetzt hier das einfach mal auf. So, steckst da bestimmt fest, oder? Wahnsinn. Ich weiß natürlich nicht, wie schnell der fliegen kann. Aber was mal ausprobieren.
Ah, doch, der kann auch ein bisschen schneller. Dass er das vorher nicht gemacht hat, wundert mich ein bisschen. Wahnsinn, es hat geklappt. Leute! Emilio im Team. So, ich würde ja sagen, den setze ich jetzt da unten ab und dann fange ich mir noch ein. Aber das ist mir natürlich ein bisschen zu riskant. Sattel kann ich noch nicht bauen, glaube ich. Mir fehlt noch ein bisschen Leder. All so ein Kram eben. So, was lungert da unten rum? Ich hoffe nichts, was mir gefährlich werden könnte. Nein, sieht nicht so aus. Gut, ab aufs Floß, aber ganz aber schnell. Ist er das? Das ist er. Wahnsinn. Und jetzt fahren wir nach Hause. Emilio. In dein neues Zuhause. Guck mal, die Puma treiben sich hier schon rum. Ich glaube, dass die auch echt gefährlich sind, die Biester. Ja! Emilio, komm! Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Ich freue mich schon auf den ersten Flug. Und auf die Tatsache, dass wir auch. Irgendwie Biester da mitnehmen können. Wahnsinn. Emilio. Das erste Mal ein Argentavis. Oh, Charlotte. Charlotte, ich muss Charlotte mal kurz ein bisschen umpositionieren. Die fällt mir sonst ins Wasser. Das möchte ich nicht. Ich meine, Charlotte würde wahrscheinlich auch hinterherkommen. Ich meine, ich kann sie auch hinterher fliegen lassen. So, jetzt. Was ist das? Charlotte, geh mal ein bisschen mehr in die Mitte jetzt. So. Nein, nicht trinken. Ganz schnell weiter ist. Wir müssen weiter, wir müssen weiter, wir müssen weiter. Wer weiß, was hier so rumlungert. Auf der Herfahrt wurde ich auch von irgendwas angegriffen. Ich weiß aber nicht was. Ich habe auch gedacht, guckt nicht nach. Fahr einfach weiter. Fahr einfach weiter. Das könnte natürlich vielleicht ein Sarko gewesen sein, aber ich bin mir nicht sicher. Vielleicht habe ich auch einfach irgendwas gerammt, was damit nicht einverstanden war. Ich weiß nur, es war mir unheimlich. Klasse finde ich auch die Tatsache, dass man so über diesen Weg hier tatsächlich um den Sumpf herumkommt, den ich ja gar nicht mag. Aber da bräuchte man natürlich schon irgendwie wahrscheinlich schon ein größeres Schiff. Ja. Er hat mich nicht erwischt, oder? Sie Fisch gefangen. Ich glaube, das hätte Emilio gar nicht gut gefunden. Da. Da war schon wieder dieses Geräusch. Oh. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, was das für ein Geräusch ist. Ich weiß auch nicht, was das da genau für ein Tier ist. Das ist ein Sako, oder? Ne, ich weiß es nicht. So, jetzt nicht da. Ihr kommt schön mit. Wir wollen alle lebendig nach Hause. Ja, fahr hinterher. Das ist mir egal. Kannst auch dem Floß folgen. Ist mir egal. Ihr müsst jetzt fliegen. So, wir wollen nur lebendig nach Hause, alle. So, wir kommen jetzt auch ein bisschen in die netteren Bereiche, glaube ich. Hoffe ich. Ich glaube, das war ein Sarko. Das war bestimmt auch der, der mich auf der Hinfahrt irgendwie so ein bisschen angerempelt hat. So, Baryonyx. Ich hoffe mal, dass der nicht auf blöde Ideen kommt. Ich weiß auch nicht, warum die nicht einfach ein bisschen höher fliegen. Also ich kann ja nicht höher, ja? So, seid ihr noch da? Ja. Sehr gut. Da haben wir jetzt eigentlich eine schöne kleine Flugstaffel schon zusammen. Also diese drei Pterodon,
jetzt tatsächlich den Argentavis. Also ich werde verrückt. Ein Argentavis. Was wir diese Staffel schon gezähmt haben, haben wir ja letzte Staffel noch viel gar nicht gehabt. Gut, dafür hatte ich haufenweise Dilos. Und eine Dodo Farm letzte Staffel. Obwohl ich überlege, wieder eine zu machen. Dann haben wir gehabt, also für kleine Eier zumindest. Dann haben wir gehabt, was haben wir noch Schönes gehabt? Ja, noch ein paar andere interessante Tiere, die wir uns aber hier auch noch holen können. Die waren aber alle relativ simpel. Das war jetzt auch simpel, aber da muss man erstmal drauf kommen, dass das so simpel ist. Verrückt. Raptoren fehlen mir noch, tatsächlich jetzt. Raptoren. Och. So einen habe ich mir auch überlegt. Ich weiß gar nicht, die kann man, glaube ich, auch tatsächlich fliegen. Ja, ich glaube, die kann man auch fliegen. Also sind zumindest reitbar. Kann natürlich sein, dass die, weil die viel kleiner sind, dass die gar nicht mit einem fliegen können, wenn man da auf dem Rücken sitzt, dass man mit denen wirklich nur durchs Wasser gleiten kann. Ich weiß es nicht. So, dann haben wir ja hier auch schon Megalodon, haben wir natürlich ja auch schon welche. Die Itchis, also die Delfine, fehlen mir noch. Die sind ja aber relativ simpel zu zähmen, theoretisch. Was fehlt mir noch? Naja, Roche fehlt mir noch, aber Rochen brauche ich Anglergel. Anglergel kriegt man ja nicht so leicht. Anglergel kriegt man, wenn ich das richtig weiß, nur entweder beim Angeln und das gibt irgendwie auch diese Anglerfische. Die kann man auch fressen, da kommt man ins Anglergel und dann kann man damit die Rochen füttern, glaube ich. Ich weiß aber nicht, ob es da Unterschiede gibt. Ich fand auch, dass die Rochen, denen ich jetzt begegnet bin, ziemlich aggressiv sind. Das ist, glaube ich, gar nicht ganz so leicht, die nur mit Fütterung zu zähmen. Ziemlich aggro, die Biester. Von Haus aus schon. So, da hinten ist ja die gute Pflanzenfresserinsel. Da werden wir auch noch den einen oder anderen Pflanzenfresser uns, glaube ich, früher oder später holen. Dann müssen wir aber dann ein größeres Floß auch haben. Müssen natürlich dann, mal gucken, also entweder von vornherein entsprechend was mitnehmen, dass wir dann eine Falle bauen können. Aber man könnte auch den Biber mitnehmen, dahin. Zum Beispiel, um da ausreichend Holz, zu farmen, um dann da eine Falle aufzubauen. Da sind also diverse Tiere, die ich auch noch nicht hatte. Und es sind alles Pflanzenfresser. Pflanzenfresser. Das heißt also, man kann sich doch mit dem einen oder anderen, oder beziehungsweise den einen oder anderen bekommt man da relativ einfach eingefangen. Da muss nur ein bisschen aufpassen, dass nicht so viele andere Pflanzenfresser in der Nähe sind, die dann aggressiv werden. Ja, die Triceratops laufen natürlich auch viele rum. Wenn man da irgendwas angreift, hassen die einen ja sofort. Abgrundtief, ja. Selbst wenn man nicht mal unschuldig ist. Selbst wenn man unschuldig ist und sich mit irgendwas anlegt. Was will der Hai da? Wartet der darauf, dass die abstürzen? Sind alle Haie Megalodons? Das ist eine gute Frage. Aber ich glaube schon. Oh. Schön mitkommen da. Nicht lange mit dem rumkämpfen. Fliegt doch einfach ein bisschen höher, Mensch. So, kann das sein, dass der Blutungsschaden verursacht hat? Ich bin mir nicht sicher. Ich will eigentlich nur nach Hause. Und ich glaube, wir nähern uns meinem Zuhause. Soweit ich das in diesem Nebel irgendwie erkennen kann, nähern wir uns dem Zuhause. Das kann aber auch sein. Nee, das ist noch gar nicht mein Zuhause. Das ist diese andere Bucht. Ja, wir müssen noch ein ganzes Ende. So.
Gleich drehe ich mich um, ist Emilio weg. Genau, das ist die andere Bucht. Da müssen wir noch rum. Also ein ganzes Ende zu fahren, ne? Vielleicht brauchen wir doch bald mal ein Motorboot. Bin mir nicht ganz sicher. So, dafür haben wir jetzt auch einen Tag gebraucht. 16.06 Uhr. Genau, wir fahren jetzt einfach weiter. Gar nicht lange. Ich denke mal, wenn die da in der Luft stehen bleiben, ist es wahrscheinlich für die auch gefährlich. Emilio ist ja auch noch nicht, wahrscheinlich noch nicht ganz fit. So, muss ich als nächstes einen Sattel bauen. Ich muss doch einen Sattel bauen. Aber ich habe gar nicht genug Leder. Ich glaube, der braucht 360 Leder. Wenn ich hatte, glaube ich, schon mal nachgeguckt. 360 Leder. Theoretisch könnte ich ja dann auch... Nee, ahaha. Also ich könnte jetzt nicht mit Emilio da wieder hin und den nächsten fangen, wenn ich dann einen noch einen haben wollte. Und ich will bestimmt noch einen. Weil der natürlich nicht durch die Zaunpfähle passt. Aber gut, das zu wissen. Dass das so, also in Anführungszeichen, einfach geht. Hätte natürlich auch nicht klappen können. Also wie gesagt, ich glaube auch, dass das nur auf diese Anhöhe geht. Also nicht irgendwo anders, wo es ein bisschen niedriger ist. Ich denke mal, da muss die Falle ein bisschen großzügiger ausgestattet werden. Was natürlich auch gegangen wäre, weil man die Zaunpfähle ja auch wesentlich größer bauen kann. Ist natürlich da aber auch ein Problem, weil da viel mehr Fleischfresser rumlungern. Also Panther, ich weiß nicht, Wölfe oder was das ist, Urzeitwölfe, Säbelzahntiger, keine Ahnung. Ich glaube, da läuft doch so das eine oder andere echt rum. Das Geile ist, dass wir das jetzt natürlich theoretisch, weil das so kleine Biester sind, ich meine, die müsste man jetzt packen können mit dem Argentavis und kann die dann einfach in so eine Zähmungsfalle werfen und sie dann da zähmen. Das heißt, wir können sie theoretisch, vorausgesetzt, er hat genug Ausdauer, kann man sie ganz hierher schleppen. Ach, das ist das Stück, wo ich immer stoppen muss. So, ist jetzt hier irgendwas? Das ist ein ganz komischer Tag. Also das wurde heute Morgen, kurz bevor ich die Aufnahme gestartet habe, wurde auch gar nicht richtig hell. So, was ist hier los? Schildkrötentreffen? Schildkrötentreffen. So, ihr folgt mir jetzt natürlich beide. Wahnsinn, 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 Wahnsinn. So, ich bin mal gespannt. Ich hoffe, ihr habt alle durchgehalten bis hier. Charlotte! Die flotte Charlotte. So, der kommt doch mal schön mit. Hui, 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 hui. So, dann würde ich doch mal sagen, alle bleiben einfach mal, wo sie sind. So, Charlotte, hast du gut gemacht. Feines Mädchen. Oh. So, komisch, immer noch Charlotte, ne? Obwohl Frederik gar nicht so schlecht ist, also wirklich auch von der Stufe und so. So, jetzt ist natürlich die Frage. Warte. Also komischerweise, seit ich die Tür umgebaut habe, will ich immer da reinlaufen. Ja? Sonst wollte ich immer da hinten reinlaufen. Jetzt habe ich die Tür umgebaut. Vielleicht sollte ich einfach zwei Türen machen. Charlotte. Nee, gar nicht wahr. Wo ist sie? Da, Emilio. Emilio müsste da auch was zu fressen haben. Das klappt ganz gut. Ich habe ja auch was zu essen. So, was müssen wir jetzt machen? Jetzt müssen wir mal gucken. Argentavis. Aber ich glaube tatsächlich, dass ich ganz viel... Da, 350 Leder. Ich weiß gar nicht. Fasern nicht das Problem. Chitin, Keratin weiß ich nicht. Das könnte ein bisschen problematisch werden. Glaube ich. 150 davon. 42, 45 reicht nicht. Das heißt, ich muss jetzt eigentlich zwischen den Folgen Chitin und Keratin farmen und ich brauche noch Leder. Ich glaube, ich habe einfach zu wenig Leder. Da haben wir noch 40 Leder und da haben wir 122 Leder. Das reicht also auch nicht aus. Das heißt, ich muss auch das noch besorgen. Gut, das kriege ich am Ende auch wahrscheinlich noch ganz gut hin. Müsste mal gucken, wie. Aber krieg
ich wahrscheinlich irgendwie hin. Ja, liebe Leute, das soll es gewesen sein. Total geil. Emilio. Ich freue mich schon auf unseren ersten Ausflug. Oh, wahnsinnig viel Leben auch. Gewicht. Naja, könnte ein bisschen mehr sein. Ich weiß das natürlich nicht. Bewegungsgeschwindigkeit kann ich hier nicht machen. Nahkampfschaden. Ich würde sagen, wir teilen das mal auf. Leben. Wahnsinn. Ein bisschen Gewicht. Was mag das ausmachen? Geht so. Und der Nahkampfschaden. Ja, also aus dir kriegen wir echt noch was gemacht. So, du wirst nachher irgendwo da oben auch dein Zuhause finden. Vielleicht auf der anderen Seite. Das kriegen wir hin. So, das soll es aber auch gewesen sein. Liebe Leute, wir haben ihn. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr bleibt dabei. Das hat ja gut geklappt. Bis zum nächsten Mal.